Jetzt ziehen wir es oben. Das ist eigentlich so sauber aus. Clean. Die Karte? Warte, Leute, ich muss die Karte suchen. Ui. Die Karte. Oh ja, guck mal, die Hotel hier. Das hier, schön, sauber, perfekt. Das ist echte Blume, ne? Ja, ohne Scheiß, echte Blume. Wir haben diese Hotel gebucht, Ibis. Das hat gekostet 102 Euro. Das ist die Zimmer. Nummer 6, 346. Viel Spaß, so hier bis morgen. Oh, hier ist eine. Sechs. Leute, kann mir jemand hier helfen? Ich bin total durcheinander. Ich bin müde. Geh mal bei der Nummer 6 und heim und die Karte dran, ob sie aufgeht. Schön, wie das kommt. Dann stecken wir diese Karte. Hier lädt so. Oh. Das klappt. Hat geklappt. Ich bin gespannt, was soll das? Was für ein Hotel hier? Das ist ein Gefängniszimmer. Aber das reicht. Das reicht zum Übernachten. Ich bin da total müde. Die Inselhotel haben wir hier gefunden, in aller Form. Ah, ja, Leute. Wir sind endlich da. Scheißkalt. Also Schlüssel, Fernseher braucht man nicht. Das ist wichtig bei mir, meine Laptops. Das ist die Zimmer. So kleine. Meine Haare, guck mal. Oh, na, Scheiß von dieser Frisur, wirklich. Ich sehe aus wie Palme. Scheißegal, aber ist gut. So, Leute, das ist die Zimmer. Hat Klimaanlage, hat eine Dusche. Ein Kabin. Ja, genau. Wo kann man die Kleider? Ein Spiegel. Normalerweise das ist es scheiß teuer mit dieser Preis. Aber guck mal, wie viel ist das hier. Letztes Mal habe ich mir das mit 50 Euro und war so großes Zimmer und schön. Hier das. Diese Fenster guckt dann draußen. Aber wirklich, das ist ein genialer Wetter, heute ist warm. Schön. Ja. Machen wir ein bisschen Klimaanlage, scheiß warm hier. Bevor die Mücken kommen oder sowas von draußen, pickt uns. So, Leute. Und das ist der schönste Moment so. Wenn du richtig müde bist, ja? Und du hast Langstrecke gefahren. Ich zeige euch, was lohnt sich jetzt. Warte. So, Leute. Endlich. Huhuhu. Oh. Ich bin total müde, wirklich. Das sieht mir scheiße aus, wirklich. Vergleich von letztes Mal. Letztes Mal war groß, weißt du? Und die Dusche war anders. Ich denke, ich hab's verarscht. Muss ich bohren vorher. Ha? Muss ich bohren. Wenn du zu spät willst, sagen, egal was für Preis sagen, dann bezahlst du das, oder? Dann überschreibt der Tarif mit dem Bohren. Bist du müde? So schlecht vom Kopf, ey. So, Leute. Ah, ich habe gar nicht gezeigt, wie sehr aussieht dieser Wartezimmer. Ja. Die Insel, wo schön ist, hier ist die Badezimmer. Das ist die Dusche. Normal halt. For one night reicht. So, Leute. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Sehen wir wieder uns morgen. Bis dann. Ciao. Ciao. Guten Morgen. Hallo Leute, wir sind eigentlich wach. 4 Uhr jetzt. Oh.
7 Uhr. 7 Uhr 52 jetzt. Wir sind hier in Perpignan, die Ende von dem Frankenreich. Oh, es sieht schön aus, wirklich. Oh, ach, endlich Regen, schön, wirklich. Diesmal haben wir so einen scheiß Tag gehabt. Der Sonne die ganzen Tage an unser Kopfchen geknallt. Und der Auto war heiß. Boah. Dann waren wir total krank, wirklich. Dann haben wir so Kopfschmerzen, trockenen Kopf. Aber Gott sei Dank, jetzt geht. Wir haben noch geduscht. Unser Zeichen erledigt. Und dann haben wir geschlafen. Und so sieht die Zimmer aus. Wir packen unsere Sachen noch. Und dann wir gehen weiter. Sag guten Morgen. Guten Morgen. Die Frau ist gestresst. So ist das Zimmer. Aber Gott sei Dank hat diese Zimmer Klimaanlage, sonst wäre es noch hier kaputt gemacht, wirklich. Es ist so heiß. Aber jetzt Gott sei Dank wirklich Regen. Oh, Alhamdulillah. Schön. Mein Monster. Wo ist mein Monster? Mein Monster ist mal nicht von hier. Aber ja. Das ist andere Seite. Alle Leute, wir gehen jetzt frühstücken und dann weiter. Bis dann. Ich bin gespannt, was wir frühstücken in diesem komischen Hotel in Frankreich. Ich bin nicht richtig geschlafen, ich habe immer so schlechten Laune, ich weiß es nicht. Ich zeige euch kurz, warte. Oh, so sieht das Hotel von draußen. Oh, komm, ist trotzdem schön. Hier ist schön. Aber die Zimmer ist kacke, wirklich. Aber wir haben das unbedingt gebraucht. Wir können nicht mehr weiterfahren. Wir waren so total kaputt und krank mit Hitze und so. Aber jetzt geht's, Gott sei Dank. Ich bin gespannt, was kommt. Darf man keine Kamera, ne? Steht's an, ne? Komm, komm. Hier, wir frühstücken. Die Leute, ist ruhig hier. Alles ist ruhig. Oh, ja, genau, die Leute frühstücken. Guten Morgen. Ja, I don't know. Oh, so sieht das aus. So Leute, wir haben gefrühstückt, wir haben wieder die Power getankt. Oh, guck mal, ist schön Regen, wirklich. Aber ich muss dich helfen. Ich will die Hände waschen. Nee, diese Frau hat sie, habe ich die Nase zugemacht. Nee, ich habe... Eine Frau hat sie genießt, aber gesagt, ui, Corona. Oh, schön, guck mal, Regen jetzt, oh, endlich. Regen, 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 Jetzt gehen wir die Koffer holen und los. Wir fahren jetzt die spanische Regierung. Die spanische Regierung. Region. Wir fahren jetzt die spanische Regierung. Region. Alle, wir sammeln unsere Sachen jetzt. Das ist doch in die Kühlbox, wenn ich das in die Taschen mache, ist das verlockt. Hast du sie geholt? Ja, das ist immer noch. Unterwegs wieder. Wir haben gefrühstückt, wir haben geduscht, wir haben alles gemacht, was möglich ist. Und jetzt wir sind wieder los. Jetzt, das ist der Anfang von Spanien jetzt. Frankreich ist fertig jetzt. Jetzt sieht man hier, wir gehen jetzt Richtung Barcelona. Richtung Barcelona jetzt. Gott sei Dank hat es geregnet. Jetzt eine richtig scheiß Reise wirklich. Aber jetzt gut. Gut, muss man immer positiv bleiben.
mal, guck mal, schöne Landschaft hier. Aber bald sieht man nichts, nur alles trocken. Guck mal, dieser hat die Auto vollgeladen. Boah, die Franzosen. Leute, also ich mache die Auto zu, weil Spanien ist ein bisschen so. Spanien ist immer Risiko, muss man immer die Auto zu. Es gibt zu viel Kriminelle hier. Aber bis jetzt habe ich keine gesehen. Sie sagen, es gibt Kriminelle. Wir sind in eine Radstätte, habe ich aber gesagt, in Spanien. Das Wetter ist richtig heiß heute hier. Also 32 Grad. Mein Monster ist immer dabei. Und so die Spanier, holen Sie was, guck mal. Weil es zu heiß. Diese Viecher, sie machen so. Bzzz. Die Natur ist schön hier. Kumo, Restaurant und Kaffee. So ist das hier. Das war's. Wir haben das ziemlich fast geschafft. Wir haben noch 150 Kilometer bis in den Ziel. Wir sind in Algeciras. Der Endepunkt zwischen Marokko und Spanien. Das ist ein schöner Tunnel. Und hier sieht es aus. Ach, hier ist nur Wüste. Nichts. Die aller Strecke sind so. Kilometer lang, wirklich. Aber 400 Kilometer habe ich nur so gefahren. Nur in Wüste. Alles trocken. Und Berge. Drehen Sie, wenn möglich, um. Hab deinen Mund. Ich kenne die Strecke. Drehen Sie, wenn möglich, um. Monster! Das Navi würde dich so in die Prärie. Ja, ja, und dann was, wenn du fährst, was den Navi machst. Die jagt dich wieder zurück zum Deutschland. Diese Strecke kenne ich. Wir haben mehr als mal hier gefahren. Drehst, zeig der richtige Weg. Google zeigt richtig. Und dein Köpfchen. Nein, ich kenne die Weg, ich kenne die Weg. Guck mal, zeig das Haus. Hier oben. Das ist eine Hexe wohnt dort bestimmt. Guck mal, hier. Wie geil diese Stadt. Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt A357. Das ist Anfang von Algeciras. Guck mal, wie groß diese Stadt. Alles leuchtet. Links und rechts. Schön, wirklich. Sehr schön. Wir haben wir gefahren zum Algeciras. Algeciras ist der letzte Punkt, bevor wir steigen ins Schiff. Und dann bin ich total kaputt. Heute habe ich gesagt, ich muss testen dieses Hotel.
haben mir gesagt, ist gut, diese Holiday Express. Wir haben ein Zimmer wieder gebucht. Warte, ich gucke, ob mein Auto ist zu. Und doch schon mal einen Sack und alles. Ist alles zu gut. Die Hotel ist, das ist in der Mitte von der Stadt. Das Hotel liegt in der Mitte von Al-Jazeera. Sieht schön aus. Auch die Zimmer ist geil, wirklich. Und die Preise auch geht. Vergleich von dieser, wo waren wir gestern? Das war richtig scheiße. Das war richtig scheiße. Dieses Hotel war extrem stinkig. Aber dieser ist gut. Und ich zeige euch. Alle, let's go!